aus. Start frei. Die Teilnehmer bitte noch einmal eindrehen. Die Teilnehmer noch eindrehen. Wir warten noch auf einen weiteren Kandidaten hier. Ja, Detlef, die Startverzögerung, da möchte ich noch einmal gerne darauf hinweisen, wir haben hier in der Zweierwette einen Jackpot von Löwe von 760,76 €. So, die Teilnehmer bitte einordnen, der Start ist dann jetzt wieder frei. So, damit haben wir dann jetzt noch 100 Meter bis zur Startmarke. Und das war dann jetzt auch der Start. Alle Pferde treten jetzt zunächst einmal glatt ein. Merano Bocco, die 7 an der Außenseite, übernimmt dann jetzt hier mit schnellem Antritt sofort das Kommando. Geht hier nach vorne. Westerburg Husa ist ebenfalls dahinter zur Stelle von Westerburg Husa. Die Stute folgt hier in der dritten Position. Und so geht es dann hier in die Tribünenkarte hinein. Die erste Durchgangszeit lautet hier 1:18:03 mit der Führung bei Merano Bocco. An der Außenseite drückt dann jetzt Mert Attack auf das Gaspedal. Liegt hier an der Seite von Merano Bocco. Dann haben wir 3 Meter Luft bis zu Westerburg Husa. An der ersten Seite dann Abruf. Und dahinter folgt dann Jarrett mit Sonnenschein die Innen. Und sind wir dann jetzt bereits auf der Schlussrunde mit Merano Bocco. An der Außenseite Mert Attack, der bleibt dran. Westerburg Husa sieht man innen. Dann Amorit, Zeit 1:17:07. Pferde auf dem Weg in den Einlauf hinein. Vorne bleibt Merano Bocco. Außen ist es dann Jarrett im Nachsetzen. Weiter innen bleibt dann Mert Attack zur Stelle. Und so sind wir dann auf den letzten 200 Metern mit Merano Bocco vorne. Merano Bocco, innen fühlt sich Mert Attack, an der Außenseite dann Jarrett. Aber vorne ist es unverändert Merano Bocco. Merano Bocco an der Außenseite noch einmal. Jarrett in der Schlussattacke, der kommt aber zu spät. Das könnte dann womöglich nur fürs zweite Geld gereicht haben. Und dahinter liegt dann im Kampf ums zweite Geld auch noch Sanjadi. Nicole Sali. Und herausgefahren wurde dann der erste Erfolg in der noch recht jungen Laufbahn von Merano Bocco von Trainer Jens Bergmann. Bitte. Oh, Bussi. Jetzt können wir. Hallo. Hi. Kennst du noch von Hamburg? Hier. Ah, hier. Hi. Immer. So. Welche Mauer mal? Ich habe gerade zu dir gesagt, beim letzten Laufen war das keine Überraschung. Die Stute gefällt mir ausgesprochen gut, auch wenn sie jetzt so gesponnen ausgeht. Aber ich glaube, die ist einfach nur ein bisschen grün hinter dem Mund. Hast du richtig Schema? Der erste Start war schon sehr gut. Gegen ordentliche Pferde und aber jetzt mal ganz im Ernst, du kannst schon relativ laut schreien und wenn ich ein Pferd wäre, ich würde mein Leben laufen. Ja, da ist ja hier, da gehe ich auch schon in der Arbeit und wenn ich dir noch was mache, dann gewiss, wo es lang geht. Wir wissen definitiv, wo es lang geht. Aber ich glaube, ihr habt hier echt ein tolles Pferd. Habt ihr die aus Schweden geholt? Schweden geholt, ja.
Ich hoffe, dass Sie mir zu tun, Ihre Mitteler davor, Hilfsrekord, alle Wenn ich hier wieder am 26. hier... Wahrscheinlich. Wir gucken, wie wir aus der Rennung kommen und dann entscheiden. Ich würde mich sehr freuen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wir wollen uns jetzt entlassen. Natürlich mit dem verdienten Applaus für Meran Hobo, Trainer und Fahrer Jens Bergmann. Ich wollte sagen, wir gehen, wenn ich verkehrt, aus dem Besitz der Familie Saale. Vale, ¿cómo? ¿Cómo?